Hey Leute, herzlich willkommen zum heutigen Video. Wir alle kennen sie, optische Täuschungen. Doch neben den Klassikern wie bei dem Elefanten mit den 8 Beinen und anderen verwirrenden Bildern gibt es auch welche, die gar nicht als Täuschung gedacht waren. Deshalb zeigen wir euch heute 7 Bildern, bei denen ihr lieber zweimal oder sogar noch öfters hinsehen solltet. Viel Spaß! Auf Platz Nummer 7 haben wir dieses Bild. Eigentlich gar nichts ungewöhnlich, oder? Eine Frau liegt auf ihrem Sessel und blättert durch eine Zeitschrift, während ihr Freund sie von hinten umarmt. Doch Moment mal, irgendwie wirkt das Ganze doch ein bisschen unproportional. Wenn ihr genau hinseht, seht ihr, dass es eigentlich genau andersrum ist. Der Mann sitzt in dem Stuhl und die Frau umarmt ihn von hinten. Habt ihr das von Anfang an gesehen? Wirklich verwirrend. Auf unserer Nummer 6 wird es schon fast gespenstisch. Hier seht ihr ein Boot, das über dem Wasser schwebt. Ist es vielleicht eine echte Aufnahme von einem der Boote von Harry Potter? Naja, nicht ganz. Bei genauerem Betrachten wird klar, dass das Boot, wie jedes andere auch, ganz normal auf dem Wasser schwimmt. Der Unterschied ist hier nur, dass das Wasser so extrem klar ist, dass der Schatten des Bootes auf dem Grund des Meeres zu sehen ist. Also an alle Freunde der Zauberei, wir müssen euch hier leider enttäuschen. Falls dir das Video bis hierhin gefällt, würden wir uns schon jetzt über ein Like und ein Abo freuen. Vielen Dank! Weiter geht's zu Nummer 5. Dieses Bild ist extrem verwirrend und selbst nach mehrfachem Hinsehen konnten wir noch nicht rausfinden, was falsch damit ist. Zu sehen sind 3 Personen auf einer Art Party, wobei eine der beiden Frauen hochgehoben wird. Doch welche überhaupt? Die Frau auf der rechten Seite könnte sowohl diejenige sein, die die andere Frau hochhebt, als auch diejenige, die selbst gehalten wird. Das gleiche bei der Frau in der Mitte. Ist sie nun die, die den Rock trägt, oder gehören die Beine mit der Jeans zu ihr? Was denkt ihr, wer trägt hier wen? Schauen wir mal, was wir auf Platz 4 haben. Seht ihr das auch? Die Frau auf der rechten Seite hat einen wirklich stark behaarten Arm. Es sieht beinahe so aus, als würde sie täglich Arme trainieren. Doch wie auch bei allen anderen Bildern dieser Liste versteckt sich noch eine Kleinigkeit, die alles erklärt. Wenn ihr nochmal hinseht, seht ihr rechts unten noch ein behaartes Knie. Das erklärt natürlich den massiven Arm der Dame. Denn es ist gar nicht ihr Arm, sondern das Schienbein eines Mannes, der rechts außerhalb des Bildes sitzt. Beim ersten Blick allerdings sehr verblüffend. Auf Nummer 3 haben wir dieses Bild. Eigentlich sieht das Ganze wie ein normales Foto unter Freunden aus. Doch was ist das? Dürfen wir das überhaupt auf YouTube zeigen? Ist das etwa sein Longschlong zwischen seinen Beinen, während 2 Frauen neben ihm lachend posieren? Wartet mal, lasst uns nochmal genauer hinsehen. Bei genauerem Betrachten sieht man allerdings, dass es sich hier nicht um Nacktheit handelt, sondern um einen Fuß. Der Fuß gehört zu der Frau, die hinten auf der Mauer sitzt. Dieses Wissen lässt das Bild gleich viel weniger verstörend wirken. Gehen wir weiter zu Platz 2. Wow, dieser Typ sieht aus, als würde er gerade ein paar Squats machen und dabei noch direkt in die Kamera starren. Doch wenn wir uns die Beine mal so ansehen, sollten wir durch die bisherigen Fotos eigentlich schon wissen, dass hier etwas nicht stimmen kann. Es hat etwas gebraucht, um rauszufinden, welcher Körper zu welchem Kopf und zu welchen Beinen gehört. Aber wir glauben, das Rätsel gelöst zu haben. Der vordere Körper gehört selbstverständlich zu der Frau, die gerade abgeneigt von der Kamera zu ihren Kindern steht. Im Hintergrund kann man dann auch den eigentlichen Körper des Mannes erkennen. Er trägt ein weißes Shirt und schwarze Shorts. Wir sind uns sicher, dass dieses Foto auf der Weihnachtsfeier der Familie für einige Lacher gesorgt hat. Jetzt sind wir auch schon auf Platz 1 angekommen, der von diesem Bild belegt wird. Achtung, jetzt könnte es leicht gruselig werden, denn beim ersten Betrachten wirkt es fast so, als hätte die linke Frau auf dem Bild keine Pupillen, sondern nur einen weißen Augapfel. Oder ist sie etwa vom Teufel besessen? Naja, weder noch. Tatsächlich hat sie ihre Augen gar nicht auf, sondern sieht von der Kamera weg nach unten auf dem Boden. Doch was ist dann das Weiße, was das Bild so verwirrend wirken lässt? Eigentlich ganz einfach erklärt, es ist ihr Lidschatten. Das lässt das Bild natürlich ganz anders wirken. Welches der Bilder fandet ihr am besten? Schreibt es uns wie immer gerne in die Kommentare. Das war's auch wieder mit dem heutigen Video, eure Jungs von Tägliches Wissen.